Einem französischen Wintersportort. Hier bin ich gestern Abend relativ spät, kurz vor Sonnenuntergang, doch noch auf dem Campingplatz angekommen. Das ist ein, ja, nennen wir es sehr schlichter, naturverbundener Campingplatz, der auf seinem Hochplateau liegt. Und heute geht es für mich zum Höhepunkt meiner Reise, und das ist durchaus wörtlich zu verstehen, weil es hochgeht auf den Col d'Isérin. Der ist, habe ich mir sagen lassen, mit 2770 Metern der höchste befahrbare Alpenpass. Ja, und den möchte ich heute bezwingen. Das ist nicht mehr so schwierig, weil ich ja gestern schon 1000 Höhenmeter sozusagen vom Anstieg angeknabbert habe, sodass es heute auch nur noch an die 1000 Meter sind. Die Nacht war ziemlich kalt hier oben. Deshalb habe ich heute Morgen auch gewartet, bis die Sonne aufgegangen ist, bevor ich weiter losgefahren bin. Also, das verspricht ein schöner Tag zu werden. Schauen wir mal. Tja, sehr mondän hier. Sehr teuer bestimmt auch. Aber eine Bäckerei habe ich noch nicht gefunden. Und hier hat man nochmal einen wunderbaren Gesamtblick über dieses ganze Panorama. Unten Tignes im Tal, in der Mitte der kleine Campingplatz. So ein bisschen separiert von dem mondänen Wintersportort Tignes 1800. Da die Staumauer. Da hinten geht es hoch Richtung Berge, auf das höher gelegene Tignes, Tignes-les-Lacs. Und hier eben dieser schöne Stausee. Zur Stromgewinnung wird er genutzt. Ja, und da hinten geht es dann hoch zum Col d'Isérin. Nun bin ich hier im Oberlauf der Isère und ab jetzt geht es 1000 Höhenmeter bergauf über Val d'Isère auf den Col d'Isérin. Das wird eine Kletterpartie, nur die Tunnel, die mache ich mich ein bisschen nervös. Dieses Val d'Isère ist hier wirklich malerisch gelegen, von vier Seiten von Bergen umschlossen, mit nur so ganz dünnen Durchlässen, wo der Fluss durchgeht. Aber baulich, würde ich sagen, ziemlich verhunzt. Ja, kleine Anekdote, das Val d'Isère hier, das ist so sehr von Bergen umschlossen, dass sogar mein Navi, meine Touren-App, gesagt hat, das GPS-Signal sei zu schwach. Nun ja, also historisch gewachsen kann man dieses Örtchen nun wirklich nicht nennen. Höchstens auf historisch gemacht. Aber es erfüllt wahrscheinlich im Winter seinen Zweck, Skitouristen zu beherbergen. Hier fließt die Isère nur als Bach und ja, hier kommt man sich vor wie in Österreich, wie in Alm. Und da oben ist das Ziel. Eigentlich geht die Straße jetzt erst hoch. Thank you.
habe gerade einen Radfahrer getroffen, er hat mich überholt und mich freundlich gegrüßt. Und wir kamen ins Gespräch und siehe da, es war ein Italiener. Das war schön, ein bisschen gequatscht. Und irgendwann ist er wieder sein Tempo weitergefahren. Da denkt man die ganze Zeit schon, man wäre quasi oben. Und es geht immer noch weiter. Was ich so beachtlich finde, wo ich endlich oben bin, dass dieser höchste Pass der Alpen nicht mal eine Wasserscheide ist, sondern eigentlich zwei sehr kleinere Flüsse voneinander trennt, die Isère und den oder die Arc. Und 100 Kilometer später mündet die Arc sowieso in die Isère. Also ist schon witzig. Und hier gibt es noch einen 3000er Berg, der direkt hier am Pass ist. Ich dachte, den könnte ich vielleicht noch besteigen, aber ich glaube, das schenke ich mir. Ja, und das meint Komoot zur Maximalgeschwindigkeit. Wenn das stimmt, finde ich das natürlich super. Auf dieser Seite ist der Pass wirklich um einiges steiler. Jetzt weiß ich, was der Italiener meinte mit Duro. Ich glaube, wenn man rauffährt, ist es noch mehr Duro, noch härter. Aber das hier ist ja wirklich toll. Hier ist auch ein traumhafter Blick auf den Südhang des Passes. Sieht man, was das für ein Koloss von Berg ist. Fantastische Abfahrt, nicht ganz ungefährlich, sehr huppelig.
Hier beginnt das Flüsschen Arc und jetzt ist mir überlassen, wie weit ich da runter fahre. Das geht jetzt sehr easy. Ja, das sind dann ungefähr, je nachdem, 2 Kilometer Abfahrt. Also Höhenkilometer, wohlgemerkt. Das Tal hat ja in etwa Ost-West-Ausrichtung und abgesehen davon, dass ich wieder diesen Gegenwind habe, sieht man hier wieder sehr erstaunlich, wie die Hänge unterschiedlich bewachsen sind. Links der Hang, also der nach Norden zeigt, mit sehr vielen Bäumen und rechts der Hang, das ist nur noch Felsen und ja, ganz karges Gestrüpp. Ich muss ja gestehen, diesen kleinen Kohl hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Ich dachte, das geht hier nur runter. Aber der ist auch nicht zu verachten. Zwar nur klein, aber verlangt einem schon was ab, weil es auch noch Gegenwind ist. Der ist allerdings nicht zu verwechseln mit dem Tour de France Kohl de la Madeleine. Ich glaube, der ist viel, viel höher. Ja, nun geht die Sonne langsam unter und der Wind zacht am Zelt. Das war der Wind, der eben mein Gegenwind war. Insofern dauert das doch heute ein schöner Tag, schönen Eindruck auf dem Isérain. Genau, und damit gebe ich zurück ins Funkhaus.